Der Sieg am Bodensee in Allensbach ist für den ISV nur etwas wert, wenn gegen Pforzheim weiter gepunktet wird. Die Voraussetzungen waren gut. Bis auf die langzeitverletzten Nicole Lederer und Sofia Rektorschik waren alle an Bord. Pforzheim hatte am Wochenende gegen Ketsch 2 eine empfindliche 23:37 Schlappe erhalten. Tempohandball von der ersten Minute an beim ISV. Anna Fuhrmann auf Mirella Negrutiu-Cirilla 2:0. Anfangs konnte Pforzheim noch mithalten, Annika Henschel zum 3:2. Eine Hinausstellung bei Pforzheim. Das Überzahlspiel beim ISV klappt. Tolles Anspiel von Natascha Weber auf Kreisspielerin Sarah Mustafic. Der Wurf aus dem Pforzheimer Rückraum wird von Dorothee Moser geblockt und über die schnelle zweite Welle kommt Andrea Vlakova völlig frei zum Wurf. 7 Tore Vorsprung nach nur einer guten Viertelstunde. Hinten im Kasten die neue Torfrau aus Pilsen, Kristina Wüsperkova, mit einer soliden Leistung. Und vorne knallt's immer wieder im Pforzheimer Kasten. Nicole Schiegerl zum 14:8. Nur Desiree Kolasinac bereitet der ESV-Abwehr Sorgen. Vorne glänzend einstudierte Spielzüge. Die neue Linksaußen Andrea Popovic mit dem letzten Tor vor der Pause. Genauso temporeich geht's auch in der zweiten Halbzeit weiter. Andrea Vlakova mit einem ihrer insgesamten 11 Tore. Beim ESV klappt jetzt einfach alles. Franzi Peter trifft und auch Trainer Stefan von Frankenberg voll zufrieden. Der Vorsprung wird immer höher ausgebaut, glänzend die rechte Seite mit den beiden Linkshänderinnen, 27:17. Die HG Pforzheim wurschtelt sich zu ihren Toren, hier durch Stefanie Kurstach. Am Ende packen die ESV-Damen noch die Trickkiste aus und kommen dann zu einem haushohen Heimsieg. Uns war schon bewusst, dass wir das Spiel gewinnen werden. Das kommt immer auf die Art und Weise an. Und die hat mir über 40 Minuten sehr gut gefallen. Abwehr hat mir nicht gefallen. Also da wird es auch am Montag noch das eine oder andere Wort geben. Vorne alles okay, hinten bin ich nicht zufrieden. Der Auftakt der ESV-Damen top. 2 Spiele, 2 Siege. Und am nächsten Samstag können sie in Königswiesen noch wieder nachlegen gegen den TSV Hauenstetten.